Und erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Willy Brandt wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden. Willy Brandt, ein toller Kanzler, bei dem ich nur eins nicht verstanden habe. Der musste für ein Jahr Spionage durch Günther Guillaume zurücktreten. Warum zum Teufel ist die Merkel nach 10 Jahren Spionage immer noch im Amt? Ja, man weiß es nicht. Die amerikanische Botschaft war das Zentrum der Spionage. Vom Dach haben die Amis die Kanzlerin ausgehorcht. Alle Politiker sind entsetzt. Bis auf Klaus Wowereit. Der freut sich, dass in Berlin zum ersten Mal irgendwas Technisches funktioniert hat. Wobei ich die ganze Aufregung nicht verstehe. Alle rufen jetzt Spionage bei der Regierungschefin. Ja, da muss die Frage erlaubt sein, bei wem denn sonst? Ne? Ja, was die Merkel so redet, das ist ja sicher interessant für die anderen. Aber viel bekloppter finde ich, dass die alle anderen Deutschen auch abhören. Alle. Warum? Kommt dann der NSA-Chef zum Obama und sagt, Boss, wollen Sie wissen, was die Regierung in Deutschland plant? Und der sagt später, erst will ich wissen, was die alte Frau Pütz in Dormagen heute Abend kocht. Das ist doch krank. Ne? Wobei ich sage, wobei wir auch nicht konsequent sind. Nicht jahrelang haben wir uns beschwert, der Amerikaner, der wäre so ignorant, der interessiert sich gar nicht für andere Kulturen. Nun interessiert er sich mal, das ist auch nicht gut. Ne? Zuständig bei uns ist ja für die Spionageabwehr der Verfassungsschutz. Das ist dieser Detektivclub, der ja schon so hervorragende Arbeit geleistet hat bei der Verhinderung der NSU-Morde. Ja, da hat er es nicht so mit. NS, NSU, NSA. Könnte natürlich daran liegen, dass der Verfassungsschutz aufgebaut wurde von Mitarbeitern, die noch aus der NS-Zeit stammen. Nicht? Vormals Gestapo. Nicht? Und insofern reflexartig sagten, NS, das kann so schlecht nicht sein. Nun begründeten die NSA ihre umfassende Schnüffelei gerne mit dem Kampf gegen den Terrorismus und der Verhinderung eines zweiten Anschlags wie dem vom 11. September. Dumm nur, dass der Verein seine Aktivitäten im heutigen Umfang bereits seit 1988 betreibt. Da müsste er sich doch fragen lassen, wieso er dann die ersten Anschläge nicht verhindert hat. Nicht? Aber Obama sagt nach wie vor, das Spionieren diene dem gemeinsamen Kampf gegen die Feinde. Wobei ich finde, wer solche Freunde hat wie wir, der braucht keine Feinde mehr. Ich schalte mal in die Frontstadt der Geheimdienste zu Uli in der Lettendorf. Hallo Uli! Hallo! Mensch Uli, wie siehst du denn aus? Irgendwie völlig verströbelt. Ja, das ist... Richtig, lieber Jürgen, was du hier siehst, ist das aktuelle Outfit der neuen deutschen Glaubwürdigkeit. Der Methusalem der Grünen als Stilikone der allerletzten Bürgerrechtsmohikaner. Seit seiner Rückkehr aus Moskau, und ich kann dir sagen, lieber Jürgen, Moskau ist weit mit dem Rad, erhält Christian Ströbele quasi täglich Post mit Hilferufen von den Verfolgten dieser Welt. Erst vorgestern präsentierte er der Öffentlichkeit den verzweifelten Brief eines Asylsuchenden, der uns hier in Deppendorf als Original vorliegt. Da heißt es, werde erbarmungslos verfolgt, beschimpft und gedemütigt, mit frei erfundenen Anklagen vor Gericht zitiert und mit langer Haftstrafe bedroht. Mein Gott, das hört sich ja furchtbar an. Wer ist der arme Mann? Nun, dank Christian Ströbele wissen wir auch das. Es handelt sich um einen Wohltäter der Menschheit. dem nach eigenen Angaben gerade ein unfassbar großes Unrecht geschieht. Aber mit dieser Auffassung steht er doch ziemlich allein auf dem Finanzamtsflur. Ganz anders als Edward Snowden, mit dem Christian Ströbele in Moskau die genauso geheimen wie verschlungenen Pfade der NSA zu entwirren versucht. Ergebnis, Barack Obama hat nicht nur persönlich mitgehört, wenn es um das Leben der anderen ging, er hat sogar von der amerikanischen Botschaft aus die Kanzlerin heimlich beobachtet, während sie im Kanzleramt gerade ihren Hosenanzug wechselte.
Angela Merkel kommentiert diese Spanner-Attacke mit den Worten, das geht gar nicht, und brachte ihre Verärgerung bei ihrem nächsten Treffen mit Barack Obama auch deutlich zum Ausdruck. Was beim amerikanischen Präsidenten einen nachhaltigen Eindruck, oder sagen wir besser, Abdruck hinterlassen hat. Sieht ganz so aus, als wäre das deutsch-amerikanische Verhältnis zurzeit doch schwer belastet. Sieht ganz so aus, aber ist es das auch? Dazu begrüße ich zum Gespräch den größten lebenden Experten für alle universalen, bilateralen und kulturalen Fragen. Guten Abend, Herr Schmidt. Herr Schmidt, wann waren Sie eigentlich das erste Mal in Amerika? Das ist noch gar nicht so lange her. Und da habe ich als Lotse auf der Santa Maria, dem Spanier Kolumbus, den Seeweg nach Indien gezeigt. Und unterwegs haben wir dann Amerika entdeckt. Ah, das waren Sie. Ich und meine drei besten Freunde, Peter Stuyvesant, Lucky Strike und Henrik Kissinger. Aber, was, Herr Schmidt? Aber, Herr Schmidt, was sagen Sie denn jetzt zum großen Lauschangriff auf Frau Merkel? Auf wen? Frau Merkel. Diese Frau ist mir nicht bekannt. Herr Schmidt, das ist die amtierende Bundeskanzlerin und deren Handy wurde von den Amerikanern abgehört. Dann ist diese törichte Person selber schuld. Sie sollte in Zukunft auf eine absolut abhörsichere Form der Kommunikation umsteigen. Sie meinen ein Krypto-Handy? Nein. Rauchzeichen. Ah, vielen Dank. Und damit zurück nach Köln. Danke an Uli aus Bettendorf. Ja, Edward Snowden. Wie geht es jetzt weiter? Fliegt die Kanzlerin nach Moskau oder beauftragt sie einfach Putin als ehemaligen Geheimdienstchef in ihrer ehemaligen Heimat, die Gespräche zu führen? Wir wissen es nicht.